herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich muss mal Jürgen. Okay. Jürgen, du gehst? Hey, jo, was ist los? Ich wollte nur wissen, ob du gehst. Sag mal, wir machen eigentlich deine Felder und so. Oh Gott, frag mich doch nicht, ich komm nicht dazu. Ich muss jetzt da mal Tiefen lockern. Echt? Jo. Echt jetzt? Nee, unecht. wenn du willst, kannst du oben mal Bretterpaletten zur Leerpalettenproduktion fahren. Nee, ich muss jetzt los, ich muss zur Polente mal. Jo, ich muss tschö. Mal gucken, was da los ist. Mach mal. Ich melde mich mal die Tage wieder, ne? Jo, mach das. Tschö. Oh, tschüssi. So, dann fahre ich einfach nochmal zwei Bretterpaletten da rüber. Damit die Leerpalettenproduktion auch schon wieder am Laufen ist. Weil Bretterpaletten ist voll. Und das kann ich auf jeden Fall nicht haben. Und dann müssen wir tatsächlich mal Tiefen lockern. Och nee, geh doch runter, bitte. Wird da nicht. Dann fahren wir sie halt doch einzeln. Das habe ich bezahlt. Einen Taschenrechner rauskramen. Ja, 1,7 mal 10 gleich mal 1,2 mit Steuer. Nehmen wir mal 17 mal 1,1. 18.700. Nein. Oh. Ja, bitte. Ja, Volker Varuna hier nochmal. Hallo. Ja, hallo. Können Sie Ihrem Chef ausrichten, dass es 18.700 Euro macht? 18.700. Ohne Steuer, weil sonst schiebt man die Steuer wieder hin und her. Das ist ja sowieso Quatsch. Jawohl, richtig im Aus. Gut, danke. Tschö. Bitte. Gut, hätten wir das auch geklärt.
So, gut, dann fahre ich zum Hof. Und guck mal, dass ich den Tiefenlocker anspann. Damit wir Tiefenlockern. Zumindest mal anfangen heute, ne? Sorry. Ja, ich bin heute immer noch nicht. Aufnahmetag ist das Sonntag, Samstag. Bin immer noch nicht gesund. Von letzter Woche immer noch Halsschmerzen ein bisschen. Deshalb gelegentlich der Hals etwas gereizt. Gut. Jetzt gucken wir gerade mal, wie viele Eier wir eigentlich haben. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Achtzehn. Ja, ist jetzt nicht so viel. So, einmal Reifen wechseln. Haben die eigentlich inzwischen das Zeug verkauft? Oh nee. Das kann ich mitbekommen. Was ist denn das? Unkraut oder was? So, ne, GPS haben wir noch nicht verbaut.
Ah ne, hier waren ja Karotten drauf, deshalb sieht es so aus. Ja, mit den 8 Metern, da geht es wenigstens ein bisschen flotter wie mit den, was hatte ich vorher, 4 Metern. Das ist dann schon angenehmer. Bei dir geht's. Also wir haben heute schon einiges geschafft. Aber den Metzger, den werde ich nicht voll betreiben können. Da brauche ich ja so viele Tiere, das geht ja gar nicht. Wie schnell die 10 Kühe verarbeitet waren, unglaublich. Ja, aber eins, was ich nicht verstehe, ist, wieso ich 11.300 plus gemacht habe. Und die 20.000, die ich an den Ding überwiesen habe, die sind auch nicht. Also die gingen die gestern weg. Könnte sein. Aber 11.300, wo kommt denn das her? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir die zwei Rechnungen noch. Ne, dass ich gucke, wie viel ich
von der Ernte gekriegt habe, also von der von den Karottenverkauf. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir nächste Woche das Geld vom Müller eintreiben für das für die Holzkohle. Aber für diese Woche war's das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.